Leckt hat, wenn ich in die falsche Richtung gerannt. Ja, also so schlimm ist es ja nicht, wenn es bei dir halt leckt. Es ist halt Java und ja. Es geht bei ein paar PC ein bisschen schlecht und so. Also es ist, ich habe manchmal auch Ruckel, automatische Ruckel und so. Aber das ist nicht, weil mein PC schlecht ist. Mein PC ist eigentlich sehr gut. Aber trotzdem, Java hat Probleme. Java ist ein Anfängerprogramm, das eigentlich nichts richtig kann und so. Und ja. Meiner ist auch echt sehr gut. Baujahr 1987, also. Ja, Spaß. Hey. Fuck. Nein, Mann, ich wollte da rausrennen, es hat bei mir geleckt. Junge, Junge, fuck. Pass einfach auf, dass du nirgends in die Lava sinkst. Ey, guck mal, das ist so schon wieder so. Mach mal die Lava dort hinten mit dem Wasserreimer weg. Okay. Dass wir weiter graben können dann mal. Und wenn wir Diamantspitzhacke haben, können wir danach Obsidian herstellen. Aber das müssen wir noch nicht. Mach's noch nicht. Ich hab Schiss, Junge, das wird zu krass. So, aha. Okay, habt ihr. Da ist aber sehr viel Stein entstanden, sag ich jetzt mal. Ah. Ich hasse diese Dingbox, Kollisionsboxen. Das ist zu groß. Okay, komm, ich mach wieder alle Spitzhacken kaputt. Ich habe jetzt zwei neue gemacht und die Hälfte ist schon von einer kaputt. Schau, dass du nicht zu sehr die Diamantsachen kaputt machst, gell? Ja. Also Diamanthacke erst benutzen für den Obsidian, später ja, noch für die Diamantsache, für die Diamante und halt Gold und so. Ich mach mir eine Diamantspitzhacke, okay? Ja. Ja, aber wir brauchen wirklich nur eine momentan. Oh. Eisen reicht wirklich. Soll ich dann eine machen oder machst du eine? Du machst dann eine. Okay. Und dann holst du Obsidian, machst ein Portal und einen Zaubertisch und so weiter. Okay? Ja. Brauchen wir halt für das Spätere noch Let's Play Eisenschwerter oder Diamantschwerter? Sobald wir genug Diamanten haben, machen wir Diamantschwert. Das ist aber momentan nicht wichtig. Man kann sich mit Eisenschwert genug stark gegen Monster besiegen. Wenn wir dann PvP machen, ja. Aber dann will ich von jedem nur auf dieser Welt gemacht Zeugs machen, wenn ihr auch Let's Play aufnehmt, okay? Also auch an dir, Gamersuchtix. Machen diese Welt nichts, solange wir nicht aufnehmen, okay? Ja. Es ist einfach so, dass wir ein Projekt machen, da wird aufgenommen und wenn ihr mal nicht aufnehmen wollt, geht nicht in diese aber Welt, ich okay? Ich habe eine Frage, du sagst ja, du Let's Plays ja mit auch mit mehreren Leuten, ne? Mhm. Machen die dann hier mit auf der Welt mit dir dann? Wahrscheinlich Emodam macht noch hier beim Haus mit, aber sonst wird alle irgendwo anders auf dieser Welt mitmachen. In überhaupt mehr macht, aber wir haben schon viele gesagt, sie wollen, aber haben es bis jetzt noch nicht umgesetzt. Hm. Ist noch irgendwo Lava. Und was? Krasses Lava ist so tief, ich kann da gar keinen Stern reinwerfen. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo das Wasser ist. Das ist bei mir das Wasser. Ich hab das. Und wo bist du? Also, du meinst, nein, ich meine eine Quelle. Achso, warte, meine Quelle? Nein, du hast einen Wassereimer. Ich meine eine Quelle, wo Wasser raussprudelt. Meinst du meine Wasserquelle, die von vorhin? Ich weiß es nicht, ich bin gerade ausgegangen auf die andere Seite. Nein, einfach halt die Minenschacht hochgehen von dir. Ja, aber wahrscheinlich ist es nicht diese Quelle, es fließt nämlich. Nein, es ist wahrscheinlich anders. Es gibt relativ viel Wasser hier. Nee, das fließt nicht. Du musst halt reingehen da. Ja, aber es ist eine andere Quelle und meine Quelle fließt, deine nicht. Digga, brück dich. Brück dich. Hier haben wir einen riesen Lavasee. Okay. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ich laufe so, baue eine Cobblestone ab und oben fällt
ein Gravel runter und dahinter ist Lavasee. Also hat mich eigentlich der Gravel gerettet. Okay, es war noch viel Gravel hinterher, aber es hat mich schon ein wenig gerettet. Die Steuerung, ich finde die Steuerung einfach schrecklich von Minecraft. Vor allem seit einem der neuen Updates, die Steuerung wurde ein bisschen sensibler. Ich habe eine Frage, machst du heute ein Abo-Special? Ich mache einen 200 Abo-Special, ja. Noch 5 okay, Abonnenten, ja. Komm, abonniert mich, bitte, abonniert mich, bitte, bitte! Nein, Scheiß. Ja. Ja, dich muss man sowieso abonnieren, auch wenn du keine Videos hast. Auf jeden Fall abonniert mich, nicht? Mein Kanal heißt GamerSuchtX, also halt auf YouTube, ne? Also du, sie sollen dich nicht abonnieren. Doch, doch, nee, abonniert mich, also aha. Ich hab nicht verstanden. Nee. Ja, nein, wir sind nicht solche Leute, die unbedingt Abos brauchen, aber wenn ihr wollt, ein Abo ist irgendwas, was man ja, also für hilfreich verwenden sollte, nicht zwingend. Genau. Okay, wenn ihr wollt, dann wollt ihr, von mir aus könnt ihr mich auch wieder deabonnieren, wenn ihr nicht zufrieden seid, aber seid nicht zufrieden und mach's nicht einfach, wenn ihr trotzdem zufrieden seid oder so. Also kurz weil, übersetzt heißt das, abonniert uns und schlachten wir euch ab. Ja, genau. es ist so, ein Abonnent hilft einem und sagt eigentlich zu einem anderen, ich mag dich, ich mag deine Videos und ich will sie weiterverfolgen. Okay. Und wenn ich euch wenn ihr euch zwingen lässt, dann seid ihr eigentlich selber schuld. Okay, hiermit mache ich ein Event. Also ich habe zurzeit meine Videos sind, Moment, ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3. Ich habe eine Mini-Schlauch gefunden. 7, 8, 9, 11. Also ich habe jetzt 0 Videos. Und ja. Meine Abonnenten, nee, aber Abonnenten habe ich schon 0. Und wenn nämlich jetzt, also der erste Abonnent, der kriegt echt was von mir. Und das ist halt, ja. Ja, ja. Nein, das war ohne Spaß, Drago. Du bist hier mit Zeuge. Ah ja. Ja. Okay, der erste Abonnent, der bin ich. Was bekomme ich? Nein. Ich abonniert? Nein, ich abonniere dich nicht. Wenn du mich abonnierst, abonniere ich dich zurück. Ja, ich hab dich doch schon seit 10 Abonnenten. Ja, dann gib mir deinen Kanal, wie sehe ich es, wenn ich... Ich sehe es ja nicht, was du für ein... Also, ja, GamerSuchtX hast du jetzt im Kanal, oder? Ja. Also, dann werde ich schauen und dann werde ich dich abonnieren. Aber sag zu mir nicht, Wichser. Okay, okay, also der zweite Abonnent, also ich habe das halt gestrichen. Das kannst du abonnieren, Drago. Aber der also der erste Abonnent, oh, außer mein Abonnent, ein Abonnentnummer, ist ja dann der, der den Preis bekommt. Ja. Ein Schmutzi und ein wirkliches Gay-Zeug von GamerSuchtX. Ich abonniere mich selber nach dir. Ja, aber du zählst dann aber auch nicht. Ich zahle mir selber einen 50. Oh je. Du abonnierst deinen eigenen Kanal, sagst, ja, ich habe 2 Abonnenten. Oder es gibt so ein Bild auf Facebook, ne? Da, das ist so ein richtig hässlicher Typ, ne? Der ändert sein Profilbild, schreibt schön, piep, sagt der Danke, piep, die Namen will ich jetzt nicht sagen. Nicht? Ja, und weiter? Ja, er schreibt sich selber, du siehst hübsch aus, Dankeschön, kein Problem. Ja. Boah, hier kommt eine Split. Also die Schlucht, oder? Ja. Splittet sich nach einiger Zeit in 2 Schluchten auf. Drago, wie viel brauchst du denn? Wie viel glaubst du dir? 14 fürs Portal. Ja. Oder 10 pro Portal. Dann noch 4 für den Zaubertisch, also 14. Okay, also 18 Stück. Machst du? Also 14 braucht man für den Zaubertisch und für das Portal. Nein, Lava, nein, 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 Mann. Was hast du für Problem? Ja, Digga, Lava, willst du das mit meiner Diamant? Ja, machen? Dann gieß doch Lava, was drauf, fertig. Ich habe also wirklich keine Angst. Ich habe jetzt auch einen Eimer gekraftet,
Und habe jetzt auch... Noch, ich habe Angst, dass ich reinfalle, jetzt auf einmal. Ich habe jetzt einen Eimer, jetzt habe ich keine Angst mehr. Außer es leckt und ich falle dann in die Lava, aber ich gieße alles Lava jetzt. Ja, ja. Du hast immer Probleme. Ja. Du hast wegen jedem Scheißdeck hast du Problemchen. Quarko. Quarko, ey. Was ist? Faust sucht Fresse, Interesse. Was? Faust sucht Fresse, Interesse. Also ich hab die Faust und geb dir eins auf die Fresse, okay. Diamanten, zwei Diamanten. Echt? Wo bist du denn? In der Schlucht. Ich seh dich gar nicht. Ich bin jetzt hinten durchgelaufen. Teleportier nicht zu mir, okay? Nein. Im Let's Play wird nicht teleportiert. Ja, weiß ich doch. Ich seh dich aber nicht. Geh von deiner, von der Lane. Die hinterste nach links. Also vom mittleren Gang. Der Gang, den ich gegraben habe, ganz am Anfang. Vom mittleren Gang gehst du das letzte nach links. Okay, und dann kommst du in eine Schlucht, folg die Schlucht und dann bist du bei mir. Oh mein Gott. Ja, toll. Ich hab grad voll die perversen Gedanken gehabt. Irgendwie, ich glaube, du bist gerade in der Pubertät und denkst nur noch an Sex. Ey, ich bin 26, ich hab nichts mehr mit Pubertät zu tun, okay? Ich denk nicht mehr an Sex. Na, guck mal, Dinger, der hat geschrieben Hi und der andere Yo. Verstehst? Nee, ne? Hi ho. Okay. Und was ist daran schwul? Das musst du rausschneiden, ne? Ich sag dir nicht. Aber was ist daran schwul? Nein, für mich hat pervers eine Bedeutung. Das ist rund, weiß und hat schwarze Flecken. Es ist rund, weiß und Dalmatiner? Ist das das? Oh. Was ist rund, weiß und hat schwarze Flecken? Der Dalmatiner. Nein, ein Fußball. Oh mein Gott. Der hat doch mehrere schwarze Flecken. Hat schwarze Flecken, ist auch Merzer. Die Flecken, also so. Merzer. Hä, wo bist du denn, Junge? Ich bin durchgegangen, aber ich komme jetzt halt nicht hin. Also ich sehe deinen Namen nicht, dann bist du komplett irgendwie falsch gelaufen. Ja, ich komme sowieso bald zurück, ich will nur durch die Schlacht. Ja, fuck, dann weiß ich, wo du bist. Du bist beim rechten, beim ganz links. Wenn du den normalen Gang, den ich gewählt habe, ja. Da hat er links und rechts immer Stollen. Wenn du dort geradeaus gehst, den weitesten Weg nach links, also den letzten Stollen nach links gehst, kommst du irgendwann in eine Höhle, in eine Schlucht. Wenn du die Schlucht folgst, dann kommst du zu mir. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Schlucht an der. Ja, aber ich sehe deinen Namen nicht. Warte. Ich kann nicht rennen, weil ich kein Essen habe. Bist du bitte ein bisschen fest? Bin ich blind oder blind? Ich komme gerade, ja, warte. Ja, vielleicht wird er einfach noch nicht angezeigt. Ah, da! Ja. Ah, da ist niemanden! Ich habe Diamanten gefunden! Oh, geil. Habe ich Diamanten übersehen oder habe ich. Wahrscheinlich schon übersehen. Du hast doch gerade eben gesagt, du bist blind. Also hast du die gerade. Oh mein Gott, wenn ich jetzt da in die Lava falle, dann. Ich habe drei Diamanten abgebaut und wahrscheinlich habe ich diese Dinge habe ich vergessen. Wo ist es? Wo waren sie? Ah, da drüben. Okay, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Wieso machst du nicht einfach so? Moment. Ja, Digga, weil mein Ding gerade. Ah, okay. Ein Diamant, euer Ernst? Okay, hier ist noch ein Smaragdbau, der Dana. Ja. So, diese Quellen können wir abschalten. Ich gehe, Labs dazu, die brauchen wir auch, oder? Ich würde es mitnehmen, also für die Blöcke und so. Später brauchen wir in der 1.8 Version, also die jetzt bald rauskommt, brauchen wir Lapis Lazuli, um zu enchanten. Um was? Enchanten. Echt? Ja. Warum?
Weil es Erfahrung und